Reihe Nummer 10 startet mit 8 Luftmaschen natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir drehen unsere Arbeit. Und häkeln 4 Stäbchen durch die erste Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die zweite Lücke. Und wir häkeln 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann zählen wir bei unseren Augen 2 Maschen ab. 1, 2, stechen in die dritte Masche ein und häkeln jetzt 16 Kettmaschen. Achtet darauf, ganz locker zu bleiben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 4 Stäbchen durch die vorletzte Öffnung. Hier 4 Stäbchen rein. Na, komm schon. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die letzte Öffnung. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Und so sieht's aus nach Reihe Nummer 10. Reihe Nummer 11 starten wir mit 8 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Arbeit. Wenden. 4 Stäbchen durch die erste Lücke. Zwei Luftmaschen, 4 Stäbchen durch die zweite Lücke.
2 Luftmaschen, 4 Stäbchen bei der nächsten Luftmaschenkette. Und Nummer 4. Jetzt häkeln wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir zu unseren Augen über und zählen hier 2 Maschen ab. 1, 2 und ab da häkeln wir 6 feste Maschen bis zur Augenmitte. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das sind wir jetzt genau bei der Augenmitte und häkeln noch 6 feste Maschen. 1, na, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann 6 Luftmaschen. 1, 2, 3. 6. Und bei unserem langen Luftmaschenbogen kommen jetzt 4 Stäbchen ans Ende. Also wir arbeiten immer symmetrisch, wie ihr seht. Zwei Luftmaschen. 4 Stäbchen in die vorletzte Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen in die letzte Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen ebenfalls in die Lücke.